In der Corona-Pandemie gibt es Menschen, die sich in vielerlei Hinsicht engagieren. Ob als Pflegekraft, Forscher oder auch im ganz privaten Bereich. Wir schauen nach Peru, wo viele Kinder durch das Coronavirus ihre Eltern verloren haben und Hilfe brauchen. Und nach Südafrika, wo Forscher die neue Omikron-Variante entdeckt haben. Doch zunächst nach Indien. Offiziellen Zahlen zufolge arbeiten dort mehr als 5,5 Millionen Menschen im Gesundheitssektor, die meisten von ihnen Frauen. Doch sie haben das Gefühl, dass sie nie die Anerkennung erhalten haben, die sie verdient hätten. Deshalb gingen sie zu Jahresbeginn immer wieder auf die Straße. Usha Lodi steht jeden Morgen früh auf. Sie hilft ihrer gelähmten Mutter beim Essen und Anziehen und versorgt ihren Vater medizinisch. Er leidet an Asthma. Dann macht sie sich auf den Weg zu ihrem Job als Pflegekraft in ihrer Gemeinde. Wir kümmern uns um das Wohl von schwangeren Frauen, neugeborenen Kindern unter 6 Jahren und jugendlichen Mädchen. Wir helfen ihnen auch in der Grundschule. Wir sorgen für die Ernährung der Kinder, überwachen ihr Gewicht, ihre Größe und ihre Impfungen. Ihr Lohn reicht kaum aus, um über die Runden zu kommen. Mein Lohn liegt bei umgerechnet 120 Euro pro Monat. Das ist wenig und wird oft zu spät ausgezahlt. Bei der Inflation, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist es extrem schwierig geworden, davon zu leben. Wir können kaum grundlegende Dinge wie Kochgas, Heizöl, Medikamente für kranke Eltern und andere Grundbedürfnisse bezahlen. Wie sollen wir da leben? Diese App nutzt Usha Lodi, um die Gesundheits-, Impf- und Ernährungsdaten der Familien im Blick zu haben, für die sie in ihrer Gemeinde zuständig ist. Hier will sie gerade eine medizinische Routineuntersuchung durchführen. Nach der Arbeit ging sie wochenlang gemeinsam mit anderen Pflegekräften demonstrieren. Sie kämpften für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Wir protestieren nun schon seit über einem Monat. Wir brauchen unbefristete, reguläre Arbeitsverträge. Unser Gehalt sollte erhöht werden und wir sollten Leistungen wie Rentenzuschüsse erhalten. Millionen dieser weiblichen Pflegekräfte sind das Rückgrat des Gesundheitswesens in Indien. Sie waren maßgeblich an der Bekämpfung der Corona-Pandemie beteiligt. Eine der Hauptforderungen aller Gemeindepflegekräfte in ganz Indien ist, dass sie fest angestellt werden und ihre Arbeit als richtige Arbeit und nicht nur als freiwillige Arbeit anerkannt wird. Wir haben Sitzstreiks und Großkundgebungen organisiert. Wirtschaftswissenschaftler glauben, dass der Verlust dieser Fachkräfte die medizinische Grundversorgung im ganzen Land beeinträchtigen würde. Freiwillige Anganwadi-Mitarbeiterinnen tragen zum Wohlergehen der Kinder bei, zur Produktivität der Erwachsenen, zum künftigen Einkommenswachstum und zur gesamten Wirtschaft. Die Arbeit, die sie leisten, ist wirklich entscheidend. Sie ist die Grundlage für den Aufbau einer gerechten und ausgewogenen Gesellschaft. Die Aufgaben, die sie erledigen, sind auch ziemlich anstrengend. Sie nicht als Arbeitnehmer anzuerkennen und diese sehr wichtige Aufgabe ihnen als sogenannte Freiwillige zu überlassen, ist sowohl gegenüber denjenigen, denen sie helfen, als auch den Anganwadi-Mitarbeiterinnen gegenüber ungerecht. Sie sind der Schlüssel zu Indiens Covid-Impfkampagne. Aber werden ihre Forderungen erfüllt werden? Die meisten von uns kommen aus armen Familien. Unsere Abgeordneten sollten mal versuchen, ihr Leben mit 120 Euro im Monat zu bestreiten. Wir haben sogar während der Hochphase von Covid draußen gearbeitet, als die meisten Menschen sicher in ihren Häusern saßen. Wir haben während der Pandemie Umfragen von Tür zu Tür durchgeführt, ohne angemessene Schutzausrüstung und ohne Krankenversicherung. Wir werden nicht aufgeben, bis unsere Forderungen erfüllt sind. Von Indien nach Peru. Das Leben in einer Großfamilie war hier schon immer normal.
Aber in Zeiten der Pandemie ist es noch wichtiger geworden. Weil viele Kinder ihre Eltern verloren haben. Einige zumindest hatten das große Glück, bei Verwandten unterzukommen. José Luis war früher sehr lebhaft und gesprächig. Doch damit war es vor anderthalb Jahren vorbei, als seine Mutter an Covid-19 starb. Er und seine Brüder wurden vom Vater verlassen. Nun kümmert sich ihre Tante Gabriela Serrate um sie. Es ist eine große Verantwortung für sie, für die vier Jungen zu sorgen, da sie selbst 5 Kinder hat. Meine Schwester sagte mir, ich möchte, dass meine 4 Kinder bei dir sind. Sie sollen nicht getrennt werden. Der 9-jährige José Luis ist eins von rund 100.000 Kindern, die durch Covid-19 in Peru zu Waisen geworden sind. Von den 4 Brüdern war er derjenige, der die meiste Zeit mit seiner Mutter verbrachte. Und er ist derjenige, der am meisten von der Trauer überwältigt ist. Wenn man ihn etwas fragt, schüttelt er nur den Kopf. Oder er antwortet nur mit ja oder nein. Das ist alles. Gabriela hätte nie gedacht, dass sie sich mit 30 Jahren um 9 Kinder kümmern muss. Geld ist eine ständige Sorge. Sie betreut die Kinder, während ihr Mann arbeitet. Für jeden ihrer Neffen erhält Gabriela umgerechnet $50 pro Monat vom Nationalen Familienfürsorgeprogramm namens INABIF. Das Geld hilft, aber es reicht trotzdem nicht aus, um die Grundbedürfnisse zu decken. Derzeit hilft INABIF nur 18.000 Kindern, die durch Corona zu Waisen wurden. Ein im Januar verabschiedetes Gesetz soll diese Hilfe bald auf weitere 25.000 Waisenkinder ausweiten. Das Gesetz wurde vom peruanischen Kongress beschlossen. Es wird uns helfen, allen Waisenkindern eine dauerhafte wirtschaftliche Unterstützung zu gewähren. Es wird schrittweise umgesetzt und gilt auch für diejenigen, die ihre Eltern durch andere Ursachen verloren haben, nicht nur durch Covid-19. Um mehr Geld zu verdienen, sammeln die Kinder Plastikflaschen und verkaufen sie mit Gabrielas Hilfe an Recyclingunternehmen. An manchen Tagen fahren sie gemeinsam mit einem Motorradtaxi los, um nach Flaschen zu suchen. Aktivitäten wie diese helfen ihnen, sich zu beschäftigen. INABIF schickt jeden Monat einen Therapeuten, um die Kinder zu untersuchen. Das ist die einzige psychologische Hilfe. Trauer ist nicht etwas, das jedes Kind überwinden kann, wenn es nur einmal im Monat eine Therapie bei einem Psychologen hat. Ich merke, dass es viel besser wäre, wenn sie sich öfter treffen würden. Der Mangel an Ressourcen und psychosozialer Betreuung betrifft die schwächsten Kinder Perus am stärksten. Der Verlust wirkt sich nicht nur auf die Familien und die Beziehungen aus, sondern auch auf die Lernfähigkeit der Kinder, auf ihre körperliche Gesundheit und ihre Fähigkeit, soziale Kontakte zu knüpfen. Wir sprechen hier über Bereiche, die für die Entwicklung entscheidend sind. Und wenn sie mit diesen großen Hindernissen nicht klarkommen, mit denen sie jetzt konfrontiert sind, kann das später im Leben zu größeren Problemen führen. José Luis hat durch die Pandemie nicht nur seine Mutter verloren. Auch seine Chancen im Leben haben sich verschlechtert. Schon mehrfach dachten viele Menschen, nun sei die Pandemie endlich vorbei. Doch immer wieder tauchten neue Varianten des Coronavirus auf. Ende November 2021 entdeckte ein Forscherteam in Südafrika die Omikron-Variante. Der in Brasilien geborene Professor Tulio de Oliveira leitete das Team. Er ist einer der weltweit führenden Genomforscher. In diesem Raum wurde die Omikron-Variante erstmals entdeckt. Professor Tulio de Oliveira von der Universität Stellenbosch in Südafrika leitet ein Team, das Erbgut von tödlichen Krankheitserregern untersucht. Und zwar in einer 100 Millionen Euro teuren Forschungseinrichtung. Viele waren überrascht über die führende Rolle Südafrikas bei der genomischen Forschung, also der Untersuchung des Erbguts von Viren. Uns überraschte es nicht, da wir in den vergangenen 20 Jahren bei der Erforschung zahlreicher Viren mitgewirkt haben.
Es war genau diese Erfahrung, die den südafrikanischen Forschern half, die Corona-Variante Omikron zu isolieren und die Weltgesundheitsorganisation auf die Existenz aufmerksam zu machen. Südafrika gilt als Schwellenland. Es gibt gravierende soziale Ungleichheiten aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und der weit verbreiteten Armut. Die Wissenschaftler jedoch gehören global gesehen zum Spitzenpersonal. Das Land hat eine der weltweit höchsten HIV-Raten. Die Wissenschaftler haben in den vergangenen 3 Jahrzehnten mit Hochdruck daran gearbeitet, die Seuche einzudämmen. Genau diese Erfahrungen haben ihnen geholfen, die Eigenschaften des Coronavirus zu entdecken. Was viele nicht wissen, ist, dass wir neben Omikron auch die Beta-Variante entdeckt haben. Und unter unserer Anleitung hat Großbritannien die Alpha-Variante identifiziert. Wir haben also dazu beigetragen, 3 der 5 besorgniserregenden Varianten zu identifizieren. Omikron kamen die Wissenschaftler auf die Spur, weil sich diese Variante anders verhielt als andere. Und zwar bei einer Gruppe von Menschen aus Johannesburg, der Wirtschaftsmetropole Südafrikas. Mitte November 2021 erhielt Professor de Oliveira hunderte Proben. Er und sein Team arbeiteten rund um die Uhr und entdeckten die Omikron-Variante sehr schnell. Von der ersten Untersuchung bis zur Entdeckung der neuen Variante vergingen nur 36 Stunden. Wir standen unter enormem Druck. Unsere Entdeckung legten wir allen Top-Wissenschaftlern der Welt offen. Diese Art der Kommunikation war wichtig, denn nur so konnte die Welt verstehen, dass die rasche Bekämpfung von Omikron Leben retten kann. In Südafrika war die Zahl der Todesfälle durch die Omikron-Welle sehr gering. Und wir glauben, dass unsere sehr schnellen wissenschaftlichen Ergebnisse dazu beigetragen haben, dass die Zahl der Todesfälle in der ganzen Welt gesunken ist. Aber die Entdeckung hatte einen hohen Preis. Die Regierung Südafrikas verhängte sofort einen landesweiten Lockdown. Die gesamte südafrikanische Wirtschaft litt darunter. Und das Leben der Wissenschaftler geriet sogar in Gefahr. Wir haben viele Drohungen erhalten, sogar Morddrohungen. Einmal mussten wir bewaffnete Sicherheitskräfte am Eingang der Uni postieren, damit wir unsere Arbeit fortsetzen konnten. Eine große Lehre sollte sein, dass in Zukunft Länder nicht mehr wirtschaftlich bestraft werden, wenn sie neue Krankheitserreger entdecken. Andernfalls werden immer mehr Epidemien und Pandemien unentdeckt bleiben und nicht gemeldet werden. Die Entdeckung von Omikron war mit viel Stress verbunden. Der Forscher hat gelernt, wie wichtig es ist, geistig und körperlich fit zu bleiben, um dem beruflichen Druck standhalten zu können. Um in einem solch schwierigen Umfeld entspannen zu können, muss man alle Mittel einsetzen, die wir im Bereich der psychischen Gesundheit haben. In unserem Labor zum Beispiel lachen wir sehr viel. Wir erzählen uns Witze. Ich treibe viel Sport, vor allem in der Natur, und mache lange Wanderungen in den Bergen und gehe oft an den Strand. Auch Meditation funktioniert bei mir gut. Jeden Morgen wache ich um 5 Uhr auf und mache eine Meditation, bevor der Tag beginnt. Seit 30 Jahren ist Professor de Oliveira Genomforscher. Er glaubt, dass die Zukunft seines Berufs in der Informatik liegt und dass jeder, der in seine Fußstapfen treten will, engagiert und geduldig sein muss. Der wichtigste Rat an junge Menschen, die Wissenschaftler oder Genomforscher werden wollen, ist, viel Zeit zu investieren. Nicht nur, um die Labortechnik zu verstehen, sondern auch, um das Programmieren zu erlernen. Computerprogrammierung und Softwareentwicklung sind wichtig, da heutzutage alle Daten in Laboren wie unserem digital abgespeichert werden. Der Forscher lebt schon seit 27 Jahren in Südafrika und er hat nicht vor, ins Ausland zu ziehen. Auch wenn er ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt ist und seine Fähigkeiten in der genomischen Forschung anderswo sehr gefragt sind. Mein Herz schlug schon immer für die Forschung, für Wissenschaft, die Leben retten kann.
Afrika und speziell Südafrika sind ein großartiger Ort dafür. Wir widmen den Großteil unserer Zeit der wissenschaftlichen Arbeit und informieren auch Regierungen, wie man besser auf Epidemien reagieren kann. Und zwar nicht nur auf SARS-CoV-2, sondern auch auf andere Epidemien, die Millionen von Todesopfern fordern könnten. Das Coronavirus hat Professor de Oliveira über die Grenzen Südafrikas hinaus bekannt gemacht. Trotz des Ruhmes versucht er, bescheiden zu bleiben und arbeitet weiter an der Lösung der dringendsten Gesundheitsprobleme der Welt. Vielleicht kennen Sie in Ihrem Land auch Menschen, die die Corona-Pandemie leugnen. In einem Dorf in Polen lassen sich viele Menschen aus Angst vor diesen Leugnern nur heimlich impfen. Gerade mal 22% der Menschen hier haben eine Covid-Immunisierung. Für den Gemeindepräsidenten und eine Ärztin ist es ein Kampf gegen Windmühlen. Keine Frage, wer hier das Sagen hat. Riesige Plakate der Impfgegner auf dem Weg nach Czarny Dunajec. Von angeblichen Experimenten an Bürgern ist hier die Rede. Die Plakate kommen von einer Initiative, die über soziale Medien Spenden sammelt. Mit Journalisten reden sie nicht. Im Dorf der Ungeimpften hat die Kampagne Folgen. Masken sind selten. Von Corona-Impfungen wollen die meisten nichts wissen. Die Ausreden vielfältig. Ich habe mich nicht impfen lassen. Ich habe eine Allergie. Und ich habe Angst. Einige behaupten, dass sie geimpft sind, aber sie sind es in Wirklichkeit gar nicht. Fast 80% die Quote der Nicht-Geimpften. Die Verwaltung der 16.000 Einwohnergemeinde nimmt das erstaunlich gelassen. Selbst im Rathaus kaum Masken und fast nie da, wo sie hingehören, über Mund und Nase. Dabei gilt hier offiziell Maskenpflicht. Bürgermeister Marcin Ratuowski hat zwar schon mal eine Impfkampagne angestoßen, aber das ist lange her. Ich sage ganz ehrlich, das ist ein Tabuthema. Darüber wird überhaupt nicht diskutiert. In dieser Region gehen die Bewohner davon aus, dass jeder einen freien Willen hat und entscheiden kann, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Doch das Virus ist auch in Czarny Dunajec. Innerhalb von 10 Tagen sind aktuell 3 Patienten an Corona gestorben. Im Gesundheitszentrum versucht Ärztin Teresa Pasic, jeden Patienten zur Impfung zu überreden. Mit mäßigem Erfolg. Ich bin müde von dieser ganzen Pandemie und ein bisschen hilflos. Ich denke, das ist in erster Linie ein Mangel an Bildung, dass die Leute sich nicht impfen lassen. Ich als Medizinerin glaube natürlich, dass Impfungen der größte Segen des 20. und 21. Jahrhunderts sind. Keine halbe Stunde entfernt, die Kreisstadt Nowy Targ. Hier in der Tagesklinik erscheint die 8-jährige Matilda mit ihrer Mutter. Eigentlich wohnen sie in der Nähe von Czarny Dunajec. Doch Impfwillige von dort lassen sich lieber auswärts die Spritze verabreichen, unerkannt. Um nicht zum Außenseiter zu werden im Dorf. Matilda ist aktuell die Einzige in ihrer Klasse, die sich impfen lässt. Die anderen meinen, dass sie das im Sommer machen. Auch in der Kreisstadt kommt das Impfangebot nur mäßig an. Und Patienten, die sich zu einer Impfung entschließen, werden immer seltener. Auf dem Weg zurück nach Czarny Dunajec. Wieder ein Plakat. Lassen Sie sich nicht impfen, mahnt es schlicht. Und Schlichtheit kommt an. Auch unser Kollege Derek Williams hat sich seit Beginn der Pandemie intensiv mit den Erkenntnissen rund um das Coronavirus beschäftigt und Ihre Fragen beantwortet. In dieser Folge wollen wir uns mit der Frage von Kastia Vermahim beschäftigen. Haben Sie alle Bücher gelesen, die hinter Ihnen im Regal stehen? Oder handelt es sich bloß um eine Tapete? Dieses Bücherregal hinter mir ist keine Tapete. Das Regal steht tatsächlich in meinem Wohnzimmer. Aber ich weiß, dass einige Leute einen Beweis wollen, also hier ist er. Sehen Sie, kein Trick. Und um die Frage zu beantworten, nein, ich habe nicht alle Bücher gelesen, aber die auf der linken Seite, die Bücher auf Englisch, die habe ich tatsächlich fast alle gelesen.
Die Bücher auf der rechten Seite auf Deutsch gehören meiner Frau. Von denen habe ich nur ein paar gelesen. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich in den letzten Jahren nicht mehr so viele Bücher gelesen wie früher, weil ich viel Zeit damit verbracht habe, andere Sachen auf meinem Computer zu lesen, von denen die meisten irgendeinen Aspekt von Covid-19 beleuchten. Alles, was mir in die Finger kam und was mit den zahlreichen Zuschauerfragen zu tun hatte. Es gab viele Momente, in denen es wirklich erhellend war, aber ich muss gestehen, dass ich die Pandemie ziemlich satt habe. Mein Produzent wollte, dass ich darüber spreche, wie es war, 2 Jahre lang mehr oder weniger jeden Tag von zu Hause aus zu berichten. Ich würde gern etwas Tiefgründiges sagen, aber ich wette, meine Geschichte unterscheidet sich nicht so sehr von der von Millionen anderer Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, außer dass ich zufällig jeden Tag im Fernsehen zu sehen war. Ich habe einfach mein Bestes gegeben. Es gab ein paar wirklich tolle und ein paar nicht so tolle Tage. Die Winter waren hart. Rituale halfen. Ich hatte das Gefühl, dass das, was ich tat, sinnvoll war, und ich lernte eine Menge. Ich hatte das Gefühl, eine Menge Zeit darauf zu verwenden, Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Was noch? Ich selbst hatte noch kein Corona, obwohl Freunde und Familienmitglieder schon Corona hatten. Das ist also etwas, was mich noch irgendwann treffen kann, denn ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich alle früher oder später Covid-19 bekommen werden. Aber hauptsächlich bin ich, wie so ziemlich jeder bei uns im Team, bereit, weiterzumachen, wenn es denn das Virus zulässt und alles glimpflich verläuft, was ich hoffe. Bereits vor der Pandemie haben viele Eltern in Bangladesch ihre Töchter vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. Gerade erst setzte ein Umdenken ein, doch die Pandemie hat die kleinen Fortschritte zunichte gemacht, berichtet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Einem aktuellen Bericht zufolge ist zu befürchten, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 10 Millionen zusätzliche Kinderehen geschlossen werden könnten. Wir stellen eine Aktivistin vor, die sich dagegen stemmt. Irgendwann habe ich meine Mutter mal gefragt, an was sie sich in ihrer Kindheit am liebsten erinnert. Sie sagte, dass ein Mädchen, das mit 13 Jahren verheiratet ist, keine schönen Kindheitserinnerungen haben kann. Was sie sagte, hat mich sehr berührt. Wäre ich so früh verheiratet worden, hätte ich nicht mehr spielen können. Meine Kindheit wäre vorbei gewesen. Die 17-jährige Kinderrechtsaktivistin kämpft jetzt gegen Kinderehen in Bangladesch. Eines Tages sah ich einige Kinder, die auf einer Wiese ein Treffen für das Kinderforum abhielten. Ich war neugierig und erfuhr, dass sie sich gegen Kinderehe und Gewalt gegen Kinder einsetzten. Ich füllte ein Formular aus und meldete mich an, für Schulungen als Führungskraft und für verschiedene Aspekte der Kampagne gegen Kinderehe. Ich arbeite mit dem Kinderforum zusammen, seit ich 10 Jahre alt bin. Von 2020, als die Corona-Pandemie begann, bis September 2021, haben wir fast 700 Kinderehen verhindert. Reba und ihrem Team gelang es zum Beispiel, Sumaya vor einer Eheschließung zu bewahren. Sie wollte nicht heiraten. Da aber nicht klar war, ob die Schulen wieder öffnen, die wegen Corona geschlossen waren, hielt es ihre Mutter für besser, sie zu verheiraten. Es war schwierig, ihre Ausbildung zu bezahlen. Sie muss auch noch andere Kinder ernähren. Ich erfuhr davon erst 2 Tage vor der Hochzeit um 11 Uhr nachts. Es war schon zu spät, um mit dem Team etwas zu bewegen, aber ich sprach mit allen. Am nächsten Morgen konnten wir die Familie mit Hilfe der Behörden und von einflussreichen Leuten aus der Gegend davon überzeugen, die Hochzeit bleiben zu lassen. Jetzt kann Sumaya weiter in die Schule gehen. Kinderehen sind ein sehr großes gesellschaftliches Problem in dem südasiatischen Land. Die größte Herausforderung war die Bedrohung durch die lokale Bevölkerung. Als ich 2014 mit meiner Arbeit begann, war ich noch ziemlich klein. Wie erwachsen kann ein Mensch im Alter von 10 Jahren sein? Ich bekam immer wieder Anrufe mit Entführungsdrohungen. Sie sagten, meine Familie sei in Gefahr und bedrohten mich auf unterschiedliche Art und Weise. Manchmal war es nicht einmal sicher, zu Hause zu bleiben.
Nichtregierungsorganisationen zufolge werden 60% der Frauen in Bangladesch verheiratet, bevor sie 18 Jahre alt sind. 22% von ihnen heiraten sogar vor ihrem 15. Geburtstag. Und Studien zeigen, dass während der Corona-Pandemie die Zahl der Kinderehen um ein Vielfaches gestiegen ist. Meine Freunde und ich hoffen, dass die Kinder, die nicht verheiratet wurden, ihre Ausbildung fortsetzen können. Frauen können eine Menge aus ihrem Leben machen, wenn sie dürfen. Reba und ihr Team wollen ein Bewusstsein schaffen über die negativen Auswirkungen der Kinderehe. Sie werden von der Nichtregierungsorganisation World Vision unterstützt und hoffen, dass in Bangladesch bald keine Kinderehen mehr geschlossen werden. Wir haben in dieser Sendung viele engagierte Menschen kennengelernt und vielleicht den einen oder anderen von Ihnen inspiriert, ebenfalls Hilfestellung zu leisten. Auch bei den psychischen Folgen der Pandemie, denen wir unsere nächste Sendung widmen wollen. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie gesund.